Wenn Sie mit Vorlagen arbeiten möchten, benötigen Sie einen Platzhalter, in den Sie später Ihre Inhalte einfügen. Ich habe hier einfach schon mal ein Intro und ein Outro eingefügt und möchte jetzt zwischen diesen beiden Elemente einen Inhaltsplatzhalter einfügen. Dazu drücke ich einfach die Taste P und ziehe diesen Platzhalter dann, bis ich diesen kleinen Pfeil sehe zwischen den beiden Elementen, lasse los und speichere das Ganze dann ganz einfach als Vorlage ab, gebe der Sache noch einen neuen Namen und bestätige mit OK.